Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, wie immer hier auf Vergamsting. Und wie ihr seht, stehe ich noch gerade in der Werkstatt. Ich hatte jetzt eben noch hier an der guten Drehbank meinen Teil für den Grubber fertig gemacht, denn ich hatte jetzt den Case vor den Grubber gebaut, vielleicht so nachher noch der Renault vor, mal gucken, aber Feld 5 wollte ich jetzt erstmal so bearbeiten. Und ich hatte hier noch ein paar Zinken ausgetauscht, einer ist uns wohl beim letzten Mal verloren gegangen, hier hinten an der Walze, da musste ich noch ein Rundeisen dran schweißen. Und eigentlich warte ich jetzt nur noch auf Tebbe, der wollte jetzt gleich kommen. Ja, mal gucken. Aber da höre ich jetzt gerade auch einen Träger. Das kann eigentlich nur der John Deere sein. Mal gucken. Ah, da ist er. Moin! Moin! Tipptopp, du. Hast alles gefunden? Ja, da hinten, da waren doch die richtigen Teile, die er da noch liegen hatte, die ich aus der Kiste rausgepult habe. Ja. Passt jetzt, alles läuft. Die Häcksler funktionieren gut. Hab nochmal das alles sauber gemacht. Die eben ausgeleert und alles, aber jetzt läuft's. Ah, okay, ja, dann. Ja. Dann soll ich jetzt hier Gülle fahren, ne? Alle Felder hieß es doch, ne? Ja, also Feld 5, Feld 7. Was war das andere denn noch? Feld 16 da, ne? Wo. Ja, das Maisfeld, ne? Genau. Oder und das dann, zukünftige Maisfeld, da hatte ich ja schon ja, zum Drillen was gesagt. Ja, ja. Und die Wiesen hat alle, aber auf der Wiesen soll nicht so viel draufkommen, weiß nicht, was sagst du? Ja, denn? Also, was meinst du auf der Ackerfeld, oh, sorry, auf der Ackerfeld dann 30 Kubik und ja, auf die Wiesen 11? Ja, können wir so machen, können wir so machen. Okay, ja. Aber auf dem Klee nichts fahren, ne? Nee, auf dem Klee nichts fahren. Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Dann fahre ich auf den Feldern, ja, 30. Soll ich mit Feld 5 anfangen? Na, das wäre gut, dann könnte ich da direkt mit dem Grubber hin. Okay, dann fange ich mit Feld 5 an. Und ja, und dann gucke ich, welche Felder ich danach mache. Dann schätze ich mal, dass ich erst noch die Ackerfeld, also das Feld 7 fertig mache und danach 16. Und danach gehe ich auf die ganzen grünen Felder. Okay, ja. Ja, ich weiß, ich war hier hinten auf anderen Felder hier. Das war die 8 und die 4 bei uns, ne? Da kommst du mit dem dicken Push nicht mehr drauf, ne? Nee, das will ich auch gar nicht. Fest alles kaputt, hätte ich gesagt. Jetzt. Ja. Trecker wird ja vielleicht noch gehen, aber jetzt mit dem Pushen, du, das ist eine Sache. Lohnt sich nicht mehr. Ja. Ich glaube, egal, ob ich mit Trecker oder beides ist. Sehr viel zu dick. Mit dem Pushen mal hier alles bleibt. Was ist das denn? Yes. Oder Flitzer? Ist das Timon? Der wollte heute kommen, aber dachte ein Auto. Moin! Moin, was geht ab? Hast du jetzt einen denn für roten Ding? Flitzer hier? Das ist der rote Blitz. Der rote Blitz? Der rote Blitz. Oje. Okay. Und wie viel PS? Boah, was mag der jetzt haben? 60? 70? Oje, so viel? Der sieht aber nicht ganz legal aus hier. Nee, da ist auch nichts legal. Außer okay, die Spiegel. Oh, die hätte ich schon abgemacht, du. Aber da kommt noch Spitze dran, dann sieht das besser aus. Ohne E nochmal, ne? Weiß Bescheid. Ja, du wolltest ja heute auch wieder ein bisschen anfangen. So viel haben wir leider nicht zu tun, aber... Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du heute Kalken fahren kannst mit einem... wie heißt das? Feld hinten, ne? Und Amazon-Streuer. Ja. Kalk, siehst du ja, steht direkt hinten durch. Kannst du einfach dann die Big Packs nehmen, ne? Ei, ei. Jo, dann viel Spaß. Ne? Kannst du ja nachher einmal Bescheid sagen, wenn du durch bist und dann weiß ich nicht, kannst du für heute auch Feierabend wieder machen, ne? Okay. Na dann viel Spaß dir, ne? Jo, ich fahr noch kurz meinen Roller beiseite und dann fahr ich auch los. Jo, mach das. Oh, dann will ich auch mal losfahren. Ja? Ja. Okay, ja, dann viel Spaß, ne? Ja, ja, wir sehen uns ja sicher nochmal. Jo, Rechnung bringst du nachher mit? Ja, bring ich nachher mit. Okay, bis dann. Ja, tipptopp ist das. Jetzt fahren wir erstmal los mit dem Case. Wenn die anderen jetzt schon anfangen zu arbeiten, dann müssen wir jetzt auch loslegen. So, ja, hier seht ihr den Case. Altbekanntes Gespann, mal schauen. Aber legen wir erstmal los. Thank you.
So, jetzt haben wir einmal den Renault vom Grubber gespannt. Weil Tebbe, der macht jetzt die anderen Flächen gerade noch fertig. Und ich dachte mir einfach, die 2-3 km/h, die der mehr schafft, das will ich jetzt auch mal ausprobieren und den im Video richtig präsentieren können von unseren etwas größeren Grubber hier, ne? Vor allen Dingen können wir dann mal ein paar Zentimeter tiefer noch gehen. Und der Renault, der hat ja PS. Der hat ordentlich Leistung, der packt das schon. Und ich muss sagen, die Kombi sieht auch echt geil aus. Also kann man nichts falsch machen mit. GPS natürlich drauf, so muss das. Na, gucken wir mal, ne? Hinten die Radgewichte hatten wir noch drinnen gelassen. Sollte jetzt auch nicht unbedingt falsch für so eine Arbeit sein. Ja, fangen wir mal an. Tab ist jetzt noch, wie gesagt, am Gülle ausbringen. Schauen wir mal, jetzt so 11 Kubik hatten wir gesagt. Ich hoffe mal, dass das auch gute Erträge nachher ergibt. Vor allen Dingen brauchen wir wieder demnächst ein bisschen Regen, wenn wir angesät haben und sowas natürlich. Und wir wollten vielleicht mal jetzt auch anwalzen, so ein bisschen das ganze Gesäte, was jetzt noch kommt. Oder auch in Zukunft halt. Und ja, das gucken wir jetzt mal, ob wir das dann auch auf längere Sicht machen können. Aber jetzt fangen wir erstmal an, nicht lang schnacken. Erstmal aufsteigen hier. So, jetzt habe ich hier erstmal den Grubber eingestellt auf 20 cm Tiefe. Und ja, ich habe jetzt hier erstmal zwei Bahnen ausprobiert, um dann genaueres dazu sagen zu können. Nach dem Bodenverhältnis und sowas schafft der Renault das eigentlich sehr, sehr gut. Tebbe fährt jetzt gerade hier noch ein bisschen Gülle aus. Das sehen wir jetzt auch gerade echt sehr schön hier. Warte, ich kann euch mal ein paar Aufnahmen jetzt hier noch gerade zeigen. Halt, jetzt in dem Fall Schleppschuhgestänge. Klar bräuchte man das jetzt hier beim Eingrubber nicht. Da kann man auch Schleppschlauch oder so nehmen oder einen Schwenker als Verteiler oder sowas. Aber er hat das jetzt gerade dran. Ne? Es geht nachher aufs Grünland noch. Und dann muss er ja nicht unbedingt jetzt umbauen, ne? Und ja, eigentlich bin ich immer relativ zufrieden oder... Was heißt relativ? Ich bin immer sehr zufrieden mit den Dienstleistungen des Lohnunternehmens hier. Und das bezahle ich deswegen, oder deswegen bin ich auch bereit, das besser zu bezahlen. Weil ich weiß, die machen hier eine ordentliche Arbeit. Die hinterlassen auch nachher einen guten Ruf für den eigenen Betrieb natürlich, für das Lohnunternehmen Gamsling hier. Und natürlich auch für meinen Betrieb, weil wenn es heißt, hier schau mal den Lohner an, der muss hier ständig heizen, damit der Auftrag ordentlich erfüllt wird. Das ist ja jetzt auch nicht so geil, sag ich mal so. Ja. Aber jetzt würde ich mal sagen, nicht lang schnacken, fahren wir direkt weiter hier mit dem Renault. Der hat ja auch genug PS, wie schon eben erwähnt, um mal eben hier so ein bisschen was vorführen zu können. So, dann ziehen wir jetzt mal direkt hier rüber. Fangen wir einfach mal hier an jetzt. Natürlich holpert er jetzt so ein bisschen wegen der Furchen hier und so. Jetzt direkt hinten in Olme runter machen. Jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Oh, sieht auch sauber aus hinten das Bild. Jetzt, wie wir sehen, hier vorne ist es so ein bisschen Unkraut. Ist meistens hier so die Ecke, wenn es Richtung Wald geht und sowas. Da sind auch ein paar Wildschweine ab und zu da. Natürlich haben die jetzt nichts mit dem Unkraut zu tun, aber an der Ecke haben wir immer ein bisschen mit Unkraut und halt Wild zu kämpfen. So, jetzt können wir erstmal hier schön wenden. Das Unkraut ist natürlich gut, dass es jetzt aufgelaufen ist. Das war auch so der Plan alles von uns. Weil wir wollen natürlich nachher einen sauberen Mais hier anbauen können. Und weniger striegeln müssen. Und da haben wir extra geguckt, dass wir natürlich auch im ganzen Mist, den wir halt hier gedüngt haben. Oder der halt hier gedüngt wird, je nachdem, ob hier Mist hinkam oder nicht. Hier kam zum Beispiel kein Mist hin, auf anderen Flächen natürlich schon. Gucken wir natürlich, dass der Mist zum Beispiel kein Saatgut oder so drin hat, dann hätte ich natürlich nachher keinen reinen Mais mehr, ne? Und wir wollen ja natürlich eine ordentliche Futterqualität haben, vor allen Dingen auch eine saubere Futterqualität, und da ist es mir schon wichtig, dass jetzt hier nicht nur irgendwelche anderen Getreidesorten oder so mit bei uns in der Fläche drin stehen, die gar nicht erwünscht sind in dem Fall. Ja, und natürlich Unkraut ist nicht gern gesehen im Mais, werden wir auch nachher mechanisch bekämpfen müssen. Bis dann halt die Maispflanze ein gewisses Wachstumsstadium erfüllt hat oder erreicht hat halt in dem Fall. Wir wollen halt, dass dann sozusagen, sobald die Blätter halt dazwischen, also die rein abdecken, man hat ja, wir wollen halt mit 75 cm aufgrund der Breite des Güllefasses von Tebbe halt den Mais ansehen, dass er halt zwischen den Maispflanzen noch durchfahren kann. Und das ist halt die 75 cm. Das sind dann zwei Reihen, beziehungsweise drei Reihen unter den Trecker, je nachdem welche Bereifung er jetzt drauf macht. Mit der Bereifung müsste es, glaube ich, soweit ich weiß, drei Reihen sein. Und jeweils links und Ring, rechts. Ring, Ring, Ring. Moin, Steffensen hier am Apparat.
Ja, hier von Malu Tebbe. Ich wollte noch eben fragen, soll ich auf die Kleefelder auch was drauf fahren oder nur auf die Grasfelder? Auf die Kleefelder nicht, nur auf die Grasfelder, weil der Klee, der ist jetzt schon doch relativ hoch. Und ja, das wäre auch ein bisschen zu viel für den Klee, sag ich mal so. Der soll jetzt eigentlich auch relativ früh gemäht werden, darum ist es blöd, wenn jetzt schon Gülle drauf kommt. Oder in dem Fall Gärreste. Ja, okay. Ja. Jo. Dann. Und klappt alles soweit? Ja, ich habe jetzt ja, wie du sagtest, 30 Kubik auf die hier auf die Ackerfelder drauf. Da bin ich jetzt fertig. 16 sollte ich noch machen, ne? 11 auf der Grünfläche. Nee, ich meine, ja, aber 16 auf das Feld noch sollte ich noch machen, ne? Ach so. Ja, klar. Ja, das muss ich dann noch machen, aber ich bin jetzt hier erstmal hinten bei der Grünfläche am Gang, weil ich hier ja gerade war. Hab noch ungefähr 8000 Liter im Fass, also dachte ich mir, ah, das schaffe ich wohl, vielleicht. Ah, okay. Ja. Ja. Jetzt passe ich gerade nicht auf. Jetzt habe ich schon ein GPS-System und dann stelle ich es nicht mal vernünftig ein. Und sonst klappt wohl mit GPS-System? Ah, ich muss mich so ein bisschen dran gewöhnen, ab und zu drücke ich den Knöppel nicht richtig und dann fahre ich halt aus Versehen daneben her, ne? Ja, ist ja blöd, ja, wenn man eine vernünftige AB gerade einfährt und dann hat man das nicht. Aber sonst oder was auch immer ganz nervig ist, wenn man auf so langen Strecken ist und dann plötzlich dass du noch halt fragst, ob du noch da bist und dann halt bestätigen musst und das dann mal vergisst und der dich dann rausschmeißt und dann irgendwann nach einer Zeit merkst, dass du komplett aus der Spur raus bist, ne? Also, das ist auch so lange Flächen schön. Haben wir nicht, das ist das Gute. Ja, aber ich hier bei Meludi musste ich schon ein paar Mal manchmal fahren und dann. Okay. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Scheiße. Und bei mir, wo ich früher gelebt habe, da war das auch ganz extrem. Da waren die Strecken dann auch mal wohl ein Kilometer oder 2 Kilometer lang. Das war dann halt. Ja. Ja. Sehr schön. Kann ich mir vorstellen, du. Und schön, war dann immer mit der Kreiselegge drüber und dann 4 Meter Kreiselegge und dann fährst du erstmal ein Stückchen. Ja. Ach, der Renault, du hier, der ist ein richtiges Träumchen vor dem Gruber. Der zieht die nochmal 2 km schneller und 5 cm tiefer. Das ist doch top, so will ich das haben, du. Klar, ja, merkt man so viel, sofort wer mehr PS hat, ne? Ja, klar. Klar, das andere Arbeitsbild ist jetzt auch nicht schlecht gewesen, sag ich mal so, aber wenn wir den Renault jetzt haben, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Jetzt mit GPS vor allen Dingen arbeite ich ja auch viel effektiver, ne? Ohne großartige Überlappung oder weiß ich was noch. Ja. Weil wenn man es hat, ne, dann kann man es gut machen. Ne? Hat der Case hat kein GPS, oder? Ne? Nee, macht auch keinen Sinn da. Ja, ist ja auch so Hofschlepper und alles, da muss ich ständig auf- und absteigen können. Und wenn du noch GPS da hast und weißt nicht, was alles. Ja, das ist dann ja sicher zwischen. Oder wo das ist ja sicher nachgerüstet, das ist ja sicher nicht mit eingebaut. Das wird dann nachgerüstet, ja, genau. Ja, und dann hast du es die ganze Zeit zwischen den Beinen sitzen und wenn du dann immer ab und alle aufsteigen musst, dann ist auch nervig, ne? Ja, hier beim Renault hast du viel Platz, ne? Das ist ja jetzt nicht das Problem, sag ich mal so. Aber der Case ist, glaube ich, ein bisschen enger, ne? Ich kenne mich mit Case nicht so aus, ich fahre nur John Deere. Ja, also der Case soll ja vor allen Dingen Hofschlepper sein und dann soll er auch mal zwischen irgendwas niedrigeren zwischenpassen, wenn er jetzt so ein Antennchen da oben drauf hat, was dann mal eben Meter hoch ist oder so, oder weiß ich was, das ist ja auch blöd. Ja. Und so ein Starfire, das war ja schon beim Fan echt teuer, das. Jetzt nicht bei Fendt habt ihr es auch nachgerüstet für Striegeln und so, oder? Der soll jetzt halt demnächst für Striegeln genutzt werden, genau, und der ist halt auch für die Drille gedacht. Wir haben da extra von Federstedt jetzt so ein Display auch installiert drinne. Oh, für die Drille sogar? Ja, klar. Dann soll halt mit GPS gedrillt werden. Ja, klar, das ist eigentlich ganz gutes Gespann, muss ich sagen. Oh, dann. Klar, der Renault, der wäre jetzt auch echt top für solche Sachen, dafür haben wir den auch gekauft, aber der soll vor allen Dingen der Renault erstmal viel flügen und so bei uns. Ja, flügen und grubber sicher, ne? Ja, genau, und vielleicht soll jetzt demnächst noch ein bisschen mehr hinzukommen. Weiß ich, vielleicht noch eine größere, weiß nicht, so 6 bis 8 Meter Ringelwalze oder so, dass wir das Getreide alles anwalzen können. Ja, das ist auch wohl sinnvoll, ne? Oder Wiesenwalzen, je nachdem, was halt günstiger ist im Endeffekt und was halt nicht unbedingt. Aber ich glaube, Wiesenwalze ist fast ein bisschen zu extrem. Ich glaube, Ringelwalze ist da schon was ganz Gutes für. Ja? Für Korn auf jeden Fall. Ja, klar, also egal ob Wiese oder Korn, das bringt immer was, sag ich mal so. Ja, aber für Korn würde ich schon eher Ringelwalze empfehlen. Ja? So eine feste Walze, ja. Kann ich mir, glaube ich, nicht so ganz vorteilhaft.
machst du das, drückst du dann ja richtig fest an. Ich meine, entweder ich hole mir eine Ringelweize fürs Korn oder wir holen uns halt wirklich eine Weize für die Wiesen, weil wir haben auch viel Grünland, das darfst du ja auch nicht unterschätzen bei uns, ne? Ja, ja. Ja, musst du gucken, ne? Ja. Hast du eigentlich auch unten eine Feldfläche noch angeboten bekommen von der Stadt? So jetzt nicht, vielleicht kriege ich die noch von Manu. Der hat mir da auch irgendwas Briefkasten geworfen, aber mal gucken, ob das ist. Ich habe einen Pachtvertrag für Feld Zwift angeboten bekommen. Oh. Weiß nicht, ich hatte erst nur gelesen Feld 12 und dachte mir erstmal, oh, nicht nur mehr Geld, was ich jetzt ausgeben könnte. Darum ist es für mich nicht uninteressant. Außer du sagst, du willst es haben und kriegst es nicht angeboten. Da wollte ich dich deswegen mal fragen, ne? Nö, ich habe genug Felder. Ich habe genug zu tun. Hast ja gesehen, was ich dir letztes Jahr da weggeerntet habe. Das ist ja dabei. Noch, ne? Ja, und das muss ich noch ansehen, ne? Oh. Das wird auch spaßig. Ah, wir haben ja eine Drille, ne? So nicht, ne? Ja, wir haben auch eine Drille, aber trotzdem, das kann dauern. Okay. Ja. Ja, ich weiß, auf jeden Fall haben wir jetzt auch eine größere Hexekette bei uns. Also klar ist für euch jetzt blöd, dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei uns farmen braucht. Habt ihr den Hexer oder was? Nee, das nicht. Aber wir haben jetzt ja den Renault noch. Jetzt haben wir den Case mit dem, wie heißt es, Hänger? Venus Hexewagen. Da haben wir ja den Unimog noch, ne? Ja, aber du hast doch jetzt mal Mitarbeiter, die ja fahren können, ne? Wir haben ja noch Timon, ne? Ja, aber einer muss auf dem Sido stehen. Ja, das seid ihr dann, ne? Ja, genau. Und ob wir jetzt fahren oder auf dem Sido stehen, das ist ziemlich... Ja, aber ihr steht ja sonst auf dem Sido und fahrt noch zusätzlich, ne? Ja, genau. Ja. Aber wir finden schon noch genug Beschäftigung. Allein schon mit der Gülle, da seid ihr ja echt gut ausgelastet bei uns. Joa, Gülle fahr ich ja eigentlich nur bei euch. Du, ich hab noch einen fetten Misthaufen hinten liegen, ne? Auch nö. Ich sag mal so, der muss jetzt nicht aufs Feld gebracht werden, aber willst du ihn für die Biogasanlage haben? Ja, dann hau ich den lieber bei mir aufs Feld drauf. Aber ich kann ihn auch in die Biogasanlage reinhauen. Also ich sag mal so, auf dem Feld kann ich den dir auch einfach ausstreuen. Aber ja, aber das mach ich dann lieber mit meinem Steuer, nicht mit euren kleinen Dingsbums. Okay, aber aufladen, das kann ich auf jeden Fall, da musst du nichts mitbringen. Ja, ja. Da brauche ich nicht mit dem Rad, da extra noch Zeug hin. Nee. Wir haben auch 2 Kubikschaufel. Ja, oh. Reicht. Ist dann mal ein bisschen länger als mit dem Radlader, aber da. ja klar, aber mein Gott, man spart Geld, sag ich mal so. Ja. Ich habe mir jetzt extra noch den Pauls angeguckt, den du mir da gezeigt hattest, ne? Ja. Ein paar Werbevideos und so. Und? Schon ein schnieke Teil, du. Ja. Mir fällt gerade ein, ich muss noch unseren Harvester und sowas alles da unten aus dem Wald wiederholen. Ja, hat nicht dein Mitarbeiter das letztens gemacht? Irgendjemand hat den auch noch letztens weggeholt, habe ich gesehen. Das kann sein, aber dann hätte ich den irgendwo, da müsste der irgendwo beim Hof stehen. Vielleicht hat er den auch irgendwo in Halle gestellt. Ja, oder war das nicht geleased? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas hat es dir mal erzählt. Aber du kennst deinen Fuhrpark eigentlich besser als ich dahin, also so gesehen. Ja, mal gucken, ja. So, guck mal, wie fix das jetzt hier ging. Feld 7 fertig gegrubbert. Oder fast fertig, den Kai gerade noch machen. Ja, ich habe jetzt das eine Grasfeld da schon ein gutes Stückchen. Ja. Da muss, glaube ich, nur eine Bahn rüber. Ich fahre dann nochmal bei dir vorbei. Oder was, welches Feld machst du jetzt? 16, ne? Jetzt würde ich auf der 16 fahren, dann will ich auch durch den Grubbern. Dann fahre ich jetzt erst zur 16. Ja. Dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Jo, bis dann, ne? Ja, bis dann. Tschüss. So. Tipptopp. Der Job hier mit dem Grubber, der ist echt gut aufgegangen. Fahren wir mal da oben kurz an der Seite. Dann kann ich euch das ja einmal kurz zeigen hier. Natürlich ist der Grubber hydraulisch klappbar. Bisschen eine Arbeitserleichterung, bisschen schoner für die Mitarbeiter und alles hier. Stellen wir uns mal kurz hier an der Seite. So, können wir ja anlassen, das ist ja jetzt nicht die Welt. So, wie ihr seht, sieht ganz sauber aus hier alles. Bisschen Unkraut liegt natürlich jetzt oben drauf, trotz der 20 cm Arbeitstiefe. Und die Gülle ist sauber eingearbeitet, außer man hat halt schlecht gefahren, wie hier zum Beispiel. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt, sag ich mal so. Da wird die nachher nochmal mit der Maispotte nachgegangen. Und das auf 75 cm Reihenabstand, das sollte eigentlich klappen. Wie gesagt, Teppe fährt dann mit seinem Fass entweder
3 Reihen unter den Trecker oder 2 Reihen, je nachdem welche Bereifung er drauf hat. Und deswegen werden wir wahrscheinlich striegeln. Klar würde sich ein Hackstriegel jetzt auch anbieten, aber Tebbe hat einen Striegel, sag ich mal so. Und warum sollten wir dann einen Hackstriegel uns ausleihen, wenn Tebbe einen Striegel hat? Ja. Aber wir verlieren schon wieder zu viel Zeit. Heute wird schnell dunkel. Ist ja noch Frühjahr. Nicht so, als wenn es jetzt schon Sommer oder so wäre. Und es ist jetzt schon 17.30 Uhr. Ich will halt auch irgendwann noch Feierabend machen. Timon ist ja heute schon losgefahren. Relativ früh. Er hat halt den Kalk da jetzt direkt ausgebracht bekommen. Das ging ja auch schnell. Sache von einer Dreiviertelstunde, Stunde irgendwie mit Aufladen und sowas, ne? Und dann war der schon wieder weg. Ja, und jetzt muss ich jetzt noch schnell hier alles eingrubbern. Aber wir sehen uns an der nächsten Fläche. Bis gleich. So, wir sind jetzt fertig hier auf der Fläche. Ja, jetzt können wir nochmal ein Kontrollmaß hier nehmen. Am besten gehen wir schon einen Schritt hier rein, hier vorne. Ja, der Boden sollte hier eigentlich relativ locker sein. Also in dem Bereich jetzt, wo wir gegrubbert haben, passt das eigentlich, wenn wir jetzt hier mal den Dreck am Grubber angucken. Können wir mal so ungefähr abschätzen, sind da so gute 20 cm. Das müsste passen. Ja, hinten haben wir Rundstahl dran an der Weizen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Das ergibt so ein sauberes Arbeitsbild, finde ich. Und wie gesagt, hier Y-Scheiben. Dann drückt es den Schlepper auch nicht so schnell aus der Spur raus. Das ist mir eigentlich ganz wichtig damals beim Kauf des Grubbers gewesen. Aber ich weiß nicht, fahren wir ein bisschen schon mal weiter. Weil es ist jetzt schon 18 Uhr. Und ich sag mal so, ich habe keinen Bock, bis 19 Uhr, 20 Uhr noch hier am Hof rumzulaufen heute. Weil meine Frau sagt immer im Frühjahr, das ist ganz schlimm mit mir. Da bin ich kaum zu bremsen und ich wollte heute einfach mal einen freien Tag einlegen, eigentlich. Und dann passte das mit dem Wetter so gut und dann muss ich sagen, ey Schatz, heute nochmal schön ackern und dann gucken wir mal morgen, was wir machen. Oh, da ist Tebbe. Ja, das scheint jetzt, glaube ich, fertig zu sein. Fahren wir jetzt erstmal hier rein. Hat er noch was? Oh Gott. Moin. Moin, da bist du. Ja, ich bin jetzt fertig, ne? Alles geklappt? Jo, alles voll. Was bekommst du? Ja, also ich habe jetzt 5.800 für die Gülle. Das waren 10 Wagen jetzt. Und dann noch 1.200 für Fahren. Dann sind wir so bei, ja, 7.000. Inklusive Steuer? Ja. Warte mal, ich habe Tablet auf dem Trecker. Machen wir mal Direktüberweisung, ne? Ja. Das war hier hinten drinne. Da muss ich einmal gucken. Warum fahren die nicht vorbei? Warum stellen die alle hinter den Trecker? Ach, Mist. Ich weiß es nicht. So, dann machen wir erstmal hier. 7.000 Euro waren das. Machen wir mal mit Trinkgeld, wie immer. Danke, ist angekommen. Passt so? Habe ich gerade auf meinem Handy, ja. Bank hat mir eine Benachrichtigung geschickt, ist angekommen. Okay, das passt auf jeden Fall. Freut mich, dass das heute alles so schnell geklappt hat, ne? Ja. Darum wie immer sehr zufrieden mit euren Dienstleistungen. Ja. Alles gut geklappt. Jo. Länder sind auch sehr schön geworden. Kann man schön drauf fahren. Ja. Dann ja. Wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Viel Spaß bei meinen Maschinen sauber machen. Ja, das ganze Warten und so. Ich muss gleich noch nach Tiere gucken. Darum, ja. Ich bin gerade unter Zeitdruck. Ich, ne? Ich wollte eigentlich heute pünktlich Feierabend machen. Ja, dann will ich dich mal nicht länger auffallen. Jo, danke schön, ne? Ja, tschüss. Okay, tschüss. Und schönen Feierabend, ne? Danke dir auch. Danke. So, aber ich glaube, das können wir jetzt perfekt nutzen, um das Video zu enden. Ich würde einfach mal sagen, das war's mal wieder mit dem Video. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.